So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets am Mittwoch, den 13. Oktober 2021. Gemeinsam wollen wir hier einen Blick auf die Märkte uns gönnen, schauen, was der DAX gerade veranstaltet, in Anführungsstrichen. Rücklauf jetzt über die 15.200er Marke gerade eben erfolgt. Und in dem Zusammenhang jetzt auf dem Weg in Richtung der 15.270-300er Region. Ja, bullische Vorgaben weiterhin. Wir haben gestern schon ein grundsätzlich bullisches Bild skizziert. Mit Rückeroberung sollte es gelingen dann. Das hängt sicherlich dann davon ab, was die US-Märkte uns heute Nachmittag präsentieren. Könnte es sein, dass wir auch eine Attacke auf und dann auch einen Bruch über die 15.300er Marke zu sehen bekommen. Also darauf werden wir auf jeden Fall einen Blick werfen. Potenzieller Trigger für Volatilität heute 13 Uhr, nee, Moment, 13.10. um 14:30 Uhr, Verzeihung. Die Inflationszahlen aus den USA, die anstehen. Wir wollen natürlich noch rückbetrachten auf die Jolt Numbers, also die Zahlen hinsichtlich der Jobvakanzen in den USA, die gestern seitens des Bureau of Labor Statistics veröffentlicht worden sind. Wir sind ja relativ detaillierter darauf hier eingegangen und hatten gestern einen Print gesehen, der deutlich unterhalb der Erwartung eben tatsächlich lag. Ich habe gestern einen, ja, ehrlich gesprochen, ziemlich undankbaren Handelstag erlebt, dahingehend nämlich, dass meine Silberposition, der ein oder andere hat es vielleicht noch beobachtet, ausgespiked wurde. Also das heißt, mein Stop, der lag auf 22,35. Kurz ausgespiked worden und jetzt sind wir wieder auf dem Weg in Richtung der 23er Region. Weiß jetzt nicht so wirklich, was das sollte. Ehrlich gesprochen ist auch ein bisschen frustrierend. Warum, wieso, weshalb? Aktuell, rein technisch gesprochen, wir werden es gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter betrachten, hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind weiter noch relativ range-gebunden. Eventuell bietet sich dann früher oder später nochmal eine andere Gelegenheit an, dann entsprechend sich zu positionieren. Einzeltitel. Wir starten heute mit der Earnings Season, mit dem Banking-Sektor. JP Morgan legt vorbörslich bereits Zahlen vor. Ist aber gar nicht mal so heiß, ehrlich gesprochen. Also, beziehungsweise, ich werde natürlich drauf schauen, aber nichtsdestotrotz, gestern ist mal ein Fokus noch auf einen anderen Sektor eben tatsächlich gefallen. Einer, der aktuell definitiv immer heißer wird und gestern dann einiges an Kapitalzuflüssen und starken Volumenanstieg gesehen hat, nämlich im Stichwort Uranaktien und in dem Zusammenhang besonders Cameco. Darauf wollen wir auch einen Blick werfen. Gap potenziell jetzt höher und wir werden da mal einen Blick darauf werfen, was da passiert ist. War relativ ruhig, also kurzzeitig mal ein bisschen angezogene Volatilität, jetzt relativ ruhig gewesen die letzten Tage und gestern eben starker Anstieg im Volumen, im Handelsvolumen mit Aufschlägen von mehr als 10%, die gestern stattgefunden hat. Eventuell zeichnet sich dort eine ja, zu erwartende Rallye natürlich durch die aktuelle Entwicklung am Energiemarkt eben ab. Und das erstmal so zur Einführung. Ganz offiziell starten wir jetzt mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung einher, mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich erstmal mit diesem vertraut und entscheidet dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Dann findet man auf markets.com/de nicht nur den vollständigen Risikohinweis, sondern ergänzend dazu auch die Möglichkeit, sich entsprechend ein Demokonto risikofrei eben entsprechend mit dem Handel zu beginnen, runterzuladen. Darüber hinausgehend natürlich die Möglichkeit, auch ein Live-Handelskonto dann früher oder später zu eröffnen, sofern man sich, wie gesagt, mit diesem Produkt wohlfühlt. Und darüber hinausgehend auch noch die weitere Produktpalette für diejenigen, welche die längerfristig vielleicht orientiert sind, physische Aktien, ETFs und dergleichen, Multi-Asset Brokerage in dem Zusammenhang ebenfalls auf markets.com eben alle Informationen verfügbar. Kontaktiert gerne Elena per Mail, um dort eben weitere Informationen, dann deutschsprachiger Support eben entsprechend weitere Informationen zu erhalten. Für mich gilt in der Stelle eben, kontaktiert mich gerne im Hinblick auf Fragen rund um die Märkte unterhalb dieses Videos, beispielsweise wenn ihr euch das Recording jetzt auf YouTube anschaut. Abonniert gerne den Kanal, übrigens davon mal ganz abgesehen. Schickt mir gerne eine Mail, jk-trading.com slash Forum, habt ihr auch eine Trading-Chatbox beispielsweise, um mir Fragen zu stellen rund um die Märkte, euch mit auch Gleichgesinnten auszutauschen. Discord-Community, da gab es heute früh eine Frage zu Levi Strauss zum Beispiel, der Aktie, sehr interessantes Level um 24, ein Key-Level vielleicht, gegen das man hier längerfristig eine Long-Position eingehen könnte. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt diverse Möglichkeiten, eben in Kontakt zu treten, nutzt diese Möglichkeiten gerne. Ich schaue ganz kurz mal eben hier, so. Schau ganz kurz mal eben hier, ob alles gut gestreamt wird. Ich glaube, das sollte allerdings alles fein sein. Ich schau mal eben hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles fein. So, okay. Also sollte sich das ändern, lasst es mich bitte gerne in der Chatbox wissen, damit ich das entsprechend dann adressieren kann. Also wir haben hier einmal den Blick auf den DAX. Wir machen den mal ganz kurz groß und sehen dann auch entsprechend hier diesen. Oh, ich sehe gerade. Ach ja. Ja, ich hab das heute Morgen hier noch nicht angepasst gehabt. Ich habe jetzt gerade die Plattform einfach nur erstmal aufgemacht.
im Hinblick auf den DAX. Die Open Range, die hatte ich heute früh über meine Charting-Plattform. Hatte ich die eingestellt gehabt. Moment, ist das mal hier ganz kurz ein bisschen verziehen. Magst du nicht mit mir spielen? So. So. Also, da ist der Ausbruch aus der Open Range auf der Oberseite. Passen das mal ganz kurz hier an. Was ich jetzt mache, ist, ich schaue mir das Hoch und das Tief an. Das ist die 8 Uhr Kerze zwischen 8 und 9 Uhr. Und dann abhängig eben, mal kurz gucken, 8:55 Uhr. So. Und dann eben ausgehend von dieser Open Range und dem Trading in Relation zum EMA 50 auf 5 Minuten Basis entscheide ich dann, wo ich den Vorteil eben tatsächlich sehe. Die Türkisflammenlinie ist der erste Tick um 9 Uhr. Das ist der Xetra Open. Und ja, wir sehen nunmehr also den Bruch hier auf der Oberseite. Den Bruch, man kann es auch sehen, gestern, das war der Bereich Tageshochs, die Region um 15.170 Punkte, der sich hier herauskristallisiert hatte. Ich hatte in dem Zusammenhang, glaube ich, rund gemacht, sagte 200 ist so das Schlüssellevel wahrscheinlich auf der Oberseite, mit dessen Überwinden der Weg dann in Richtung da oben dieser Grünfarbe, dieser rotfarbene Linie geebnet wird. Also das heißt, diese Widerstandsregion um dieses, nennen wir es mal Korrekturhoch, welches ausgebildet wurde oder die Region, die nicht erstmal sich als unüberwindbar herauskristallisiert hatte, nachdem wir dieses V hier eingezeichnet hatten letzte Woche, also das ist eine Woche jetzt her, haben wir ja diesen Flash unter die 15.000er Marke gesehen. Erinnert euch dran, ich hatte in dem Zusammenhang gesagt, übergeordnet, wenn wir das Bild hier auf der Stunde uns betrachten, da haben wir in diesem Bereich um 14.800 Punkte nicht nur ein rundes Level, sondern auch dann, wenn wir eben hier diesen Trendkanal, diesen Abwärtstrendkanal einzeichnen, auch einen potenziellen antizyklischen Long gegen diesen Bereich, den man durchaus in Betracht ziehen könnte, der Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv anmutet. Und der ist dann sehr schnell ins Laufen gekommen. Wir haben die Handelswoche dann oberhalb von 15.000 Punkten eben beschließen können. In dem Zusammenhang eben hier diese Region 15.270 Punkte, rund gesprochen 15.300 Punkte eben hier als Widerstand gefunden. Und genau diesen Bereich, den laufen wir eben jetzt dynamisch an. Wäre jetzt wenig überrascht, wenn wir zunächst einmal einen Abprall zu sehen bekämen und dann, denn die Frage, die drängt sich natürlich jetzt auf, ja. Wie könnte man das traden? Was kann ich jetzt hier aus dieser Konstellation eben tatsächlich machen? Was ich machen würde, ehrlich gesagt, ist, ich würde nach diesem überdehnten Modus jetzt auf gar keinen Fall, man nennt das Chasen, also das heißt jetzt hier hinterher zu springen. Das gleiche gilt auch übrigens im Hinblick beispielsweise gleich auf CCJ, also Cameco, das ist das Ticker-Symbol an der Stelle. Das ist die gleiche Überlegung, die dahinter steckt. Es könnte nämlich gleich die Frage aufkommen, naja, dann konnte man ja eigentlich gestern, besonders in den Abend hinein, als sich das herauskristallisierte, eventuell ja gleich in diesem Bereich kaufen, weil man weiß ja nicht, ob es nochmal einen Rücksetzer gibt. Ich denke, dass das eine sehr attraktive Geschichte ist. Also Cameco an der Stelle als Einzeltitel auch längerfristig, auch als potenzieller Antizykler eventuell, vielleicht dann auch dem einen oder anderen, für den einen oder anderen interessant, der sich tatsächlich mit Ausblick auf eine vielleicht abzeichnende Rezession in irgendeiner Form ausrichten möchte, beziehungsweise sein Portfolio umstrukturieren möchte. Also das heißt, du wirst eher in einer sich abzeichnenden stagflationären Tendenz, beziehungsweise also Inflation, die anzieht, zeitgleich eben konjunkturelles Wachstum, welches sich deutlich beginnt abzuschwächen, was Post-Covid jetzt nicht so eine große Überraschung darstellt, ehrlich gesagt. Aber also die sich abzeichnende Rezession am Horizont, die man durchaus sehen kann. Es gibt immer noch, in Anführungsstrichen, Optimisten, ohne das abwertend zu meinen, die das eben nicht tatsächlich sehen. Und es ist uns allen zu wünschen, dass dieser jetzt in dieses sowieso schon recht angespannte Umfeld, gesellschaftlich angespannte Umfeld, dass wir dann auch noch einen wirtschaftlichen Absprung zu sehen bekommen. Das könnte durchaus in der Lage sein, einiges an Verwerfung vielleicht auf den Weg zu bringen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist nicht die schlechteste Idee, in Anführungsstrichen, so möchte ich es nennen, sich darauf vorzubereiten, dass sich hier rezessive Tendenzen eben beginnen herauszukristallisieren. Und demnach gilt es dann natürlich auch entsprechend Portfolios umzuschichten. Wenn du vorher besonders hauptsächlich vielleicht im Laufe der letzten 10 Jahre kontinuierlich Positionen aufgebaut hast im Growth-Bereich zum Beispiel, wo es immer noch vielversprechende Titel gibt, das steht vollkommen außer Frage. Also sollten wir in eine Rezession laufen, heißt das nicht zwangsläufig, dass beispielsweise eine Tesla in dem Fall, dass die nicht ebenfalls weiterhin aus growth-technischer Perspektive und durch den Vorteil, auch den man sich über die Jahre herausgearbeitet hat gegenüber klassischen Autobauern, nicht weiter beginnt eben tatsächlich auszubilden. Eventuell kommt es dann nicht zu dem Breakout auf oder beziehungsweise zu einem Follow-through und Aufschlägen von 50% und höher mit der Markierung neuer Allzeithochs. Ich sehe ja durchaus oberhalb von 900 zum Beispiel das Potenzial, bis in Gefilde bis 1500 dann für Tesla durchzulaufen, sondern wir sehen eventuell ein bereits vorher zum Erliegen kommendes Momentum und dann eine Konsolidierung seitwärts. Tesla ist da durchaus ein interessanter
Kandidat, aber beispielsweise eben der Cameco, also in dem Fall eben Uran beziehungsweise Goldminenbetreiber und dergleichen, die sind in einem solchen antizyklischen Portfolio eventuell aktuell zu gewichten, also überzugewichten an der Stelle. Jetzt bin ich allerdings ein bisschen abgeschweift. Da kommen wir gleich noch ein bisschen detaillierter zu. Wie gesagt, wir haben da einen sehr, sehr starken Impuls gesehen. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass ich jetzt dieses Momentum gerne chasen würde, sondern ich würde gerne einen Rücksetzer abwarten. Und im Hinblick jetzt auf den DAX, ganz kurzfristig, ist die gleiche Überlegung, ja, also jetzt nicht fundamental derart ausgeprägt, aber nichtsdestotrotz im Hinblick eben auf dieses aktuell sich hier bullisch präsentierende Momentum, da möchte ich eben an der Stelle jetzt nicht diesem Markt hinterher springen, sondern ich möchte erstmal warten, dass sich hier eine Konsolidierung herausbildet, vielleicht eine Korrektur abzeichnen, dass ich auch ein ganz klares Level habe, gegen das ich riskieren kann, um dann einen zu erwartenden Bruch eben über diese rotfarbene Linie und demnach die 15.300er Marke zu handeln. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, also wir laufen dann roundabout jetzt in den Bereich 150 bis 180 Punkte, die wir straight away von den Tagestiefs eben hier hochmarschiert sind, dann ist der Modus grundsätzlich verhältnismäßig stark überdehnt. Was ich jetzt mir vorstellen kann, ist, dass wir erstmal seitwärts hier eine Konsolidierung ausbilden, dass es dann auch zu einem sich Anschmiegen vielleicht hier des EMAs an den Kurs wieder kommt und dass wir dann mit den US-Märkten heute Nachmittag vielleicht den bullischen Impuls erwarten dürfen, der uns dann folglich über die 15.300er Marke hier entsprechend befördert. Und handeln könnte man das dann so, dass man bei solch einer Konstellation, sofern sie sich überhaupt herauskristallisiert, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber sollten wir jetzt hier diesen Bereich anlaufen und dann eben diese Konsolidierung auf hohem Niveau eben abzeichnen oder sich auszeichnen, dann wir dann gegen das Tief dieser Konsolidierung riskieren, mit dann entsprechendem Breakout, den wir hier auf den Weg bringen, Breakout Trade an der Stelle, über die 15.3, Buy Stop wäre es an der Stelle und wo wir dann als Kursziel vielleicht noch nicht mal heute, sondern in den kommenden Tagen. Es bliebe noch so ein bisschen abzuwarten, aber in der zweiten Handelswoche, Hälfte der Handelswoche, wäre durchaus denkbar, dass wir bis in Gefilde um 15.470, 15.500 eben tatsächlich hier vorstoßen. Ja, also das bedeutet etwas anders formuliert. Wer hier aktuell eben in irgendeiner Form sich jetzt fragt, wie man sich positionieren kann, der sollte jetzt hier den Geduldsmodus einschalten. Eben auf diesen Test, diesen potenziell anstehenden Test dieser Region abwarten, dann eben entsprechend schauen, kommt es hier zu einer Konsolidierung an der Stelle auf hohem Niveau, einem Ausbilden ich nenne es jetzt mal Handelskorridors vielleicht, so kann man es bezeichnen, einer Konsolidierungsphase, gegen die man dann, wo man ein klares Level hat, gegen das man riskieren kann. Alternativ wäre ein Lauf hier zurück in Richtung des EMAs, der dann früher oder später stattfindet, den man als dynamischen Unterstützungsbereich eben akzeptiert. Hat in der Vergangenheit relativ gut funktioniert und wir würden an der Stelle eben dann schauen, ob wir diesen halten können. Erst ein Fall unter den EMA zurück, würde den kurzfristig bullischen Modus eben eintrüben. Sollten wir solch einen Rücksetzer zu sehen bekommen, dann wäre auch das entsprechend eben bullisch, beziehungsweise ein Bereich, gegen den man sich long positionieren könnte, in Erwartung auf einen Bruch über die 15.300er Region. Das einzige Problem in Anführungsstrichen wäre natürlich, beziehungsweise die konsequente Frage wäre natürlich an der Stelle, wie viel riskieren wir? Und in dem Fall würde ich dann mit einem ATR-Stop agieren, also das bedeutet etwas anders formuliert, wenn ich mir hier dann auf 5-Minuten-Basis wäre es Indikator hinzufügen, so. Hier gucken wir uns die Average to Range an. Und dann nehme ich die Standardaggregation. Also da mache ich es nicht wie jetzt im Equities, opala, da mache ich es nicht wie im Equities-Bereich, dass ich dann mit den letzten 22 Handelstagen arbeite und dergleichen, sondern da nehme ich eben die Standardaggregation. Aktuell liegen wir da bei 15 Punkten, zweifache ATR. Das hieße also etwas anders formuliert. Ich würde an der Stelle eben mit einem Stop arbeiten, initial, ein Bola-Stop, den ich eben bei 30 Punkten eben veranschlagen würde. Gehen wir jetzt davon aus, dass wir vielleicht hier im Bereich, das müssten wir natürlich abwarten, aber 15.230 zum Beispiel, dass wir gegen diesen Bereich einen Entry kriegen, 30 Punkte Stop, da legen wir genau auf der 15.200, rundes Level, da würde ich jetzt den Stop nicht drauflegen, da würde ich vielleicht nochmal 5 Punkte hinzugeben, da würde ich vielleicht den Stop auf der 1,95 eben entsprechend platzieren, Positionsgröße entsprechend und auf der Oberseite einen Bruch höher antizipieren. Das Vorteilhafte an solch einem Szenario wäre natürlich, dass wir mit einer Attacke auf die 15.3 ausgehend aus dieser Region schon entsprechend einen CRV von 2 zu 1 hätten für solch einen Trade. Also das heißt, wir hätten dann auch hier die Möglichkeit, entsprechend vielleicht über Teilgewinnmitnahmen nachzudenken, Cashflow darüber nachzudenken. Es wäre denkbar, dass wir solch ein Szenario zu sehen bekommen, solch ein Pull-in-Szenario, dann eine Attacke sehen, der Bruch erstmal ausbleibt, weil es noch vor der US-Eröffnung ist, dann eine Seitwärtskonsolidierung. Wir allerdings sehen können, dass wir den EMA trotzdem halten können. Das wäre zum Beispiel ein Signal, dass man wieder das vorher hier die Teilgewinnmitnahme hinzuaddiert, wieder Risiko auf den Trade drauf nimmt.
Und dann an der Stelle eben ja, weiterhin auf den Break über die 15.3 zu spekulieren. Das ist allerdings jetzt derzeit erstmal alles rein spekulativ. Also da müssen wir abwarten, wie sich dann entsprechend eben die Konstellation darstellt. Also das wären jetzt allerdings zwei Szenarien. Erstes Szenario, wir konsolidieren auf hohem Niveau. Dann ist dieses Retracement-Szenario und dergleichen erstmal sowieso hinfällig. Dann riskieren wir gegen das Tief der sich ausbildenden Range und dann auf einen Bruch der 15.3. Sollten wir gegen diesen Bereich härter abprallen, also das heißt reinstechen und wieder zurücksetzen, dann würden wir hier schauen, ob wir den EMA 50 halten können an der Stelle, den gleitenden Durchschnitt. Falls ja, würden wir uns gegen den Long positionieren und weil es eben schwieriger würde, entsprechend ein Level, gegen das wir riskieren, auszumachen, würde ich eben hier mit einem Wohler-Stop arbeiten, basierend auf der ATR und fertig. So, ja, das also zum DAX. Kurz noch einen Blick mal eben. Muss mal eben hier einen Blick werfen. Ja, das wäre es für den DAX gewesen. Also tatsächlich, ja. Es gibt nicht weiter viel mehr zum DAX hier an der Stelle zu sagen. Wir blicken mal auf den S&P 500. Der hat sich gestern, naja, durchwachsen präsentiert. So möchte ich es mal formulieren. Gestern war ja in Anführungsstrichen so ein bisschen der offizielle Start in die Handelswoche. Dadurch, dass wir am Montag eben den Columbus Day hatten. Vielleicht ist es hier besser. Mal kurz einen Augenblick. Wir hatten den Columbus Day in den USA und wir hatten zwar die Möglichkeit, Equities zu traden, also es war jetzt nicht der klassische Feiertag, wo wir einen verkürzten Futures am Handelstag haben und dann entsprechend eben die Einzeltitel gar nicht handelbar waren, aber es war dennoch ein verhältnismäßig dünnes Volumen, also wir hatten das gestern ja zum Thema gemacht. So, und ja, jetzt kam gestern eben der Start in die Handelswoche und diese Region, die ich hier gestern früh noch im Morning Meeting zum Thema gemacht hatte, 4370, das war der Bereich. Die war unüberwindbar. Haben es schlichtweg nicht gepackt, diesen Bereich zu überwinden. Also wir sind um 15:30 Uhr reingekommen. Wir rollten hier in diesem Zusammenhang erstmal über. So, durchwachsener, unspektakulärer Handelstag. Das war ein ziemlich nett formuliert tristes Treiben. Dann drehen wir auf. Hier gegen 18 Uhr, das war dann allerdings Beginn mit der Mittagsphase. Aber dennoch interessant, weil sich dann nämlich in dem Zusammenhang zeigt, ob vielleicht trotz dünnem Volumen eben entsprechend eine Rückeroberung stattfinden kann, neue Tageshochs markiert werden können. Das scheiterte allerdings. Wir rollten gegen diesen Bereich über und in den Abend hinein kamen wir dann sogar tatsächlich ein bisschen stärker unter Druck und haben im Bereich der Tagestiefs eben geschlossen. Und um 4370 Punkte, also innerhalb tatsächlich auch dieser Range, wir hatten ja in dem Zusammenhang. Hatten wir hier hatten wir diese Region um 4,350 hatten wir zum Thema gemacht als obere Range-Begrenzung bisschen weiter 4,370 und ich sagte, wenn wir unterhalb schließen, dann wäre es in dem Fall eben so, dass wir den Modus wieder in Richtung neutral switchen sehen. Deswegen ist das eigentlich nicht gut gewesen, was da gestern passiert ist. Umso überraschender, dass sich die europäischen Märkte heute derart stark präsentieren, drehen halt jetzt entsprechend auf und ja, dadurch bekommen wir heute im übertragenen Sinne ein Abziehbild dessen zu sehen, was wir gestern zu sehen bekommen haben und die Frage ist weiterhin, gelingt es, die 4,370 zu überwinden? Also DAX aktuell relativ stark vor dem Hintergrund, dass wir eben in diese technisch relevante Region um 15 1300 vorstoßen. Sollte es jetzt hier während der US-Märkte heute Nachmittag eben gelingen, über die 4370 zu laufen, dann steht eigentlich auch ein Break über die 15.300er Marke im DAX eben nichts oder wenig im Wege. Und demnach ist dann dieses Szenario sicherlich nochmal ein zusätzlich interessantes, weil wir eben hier vielleicht dann auch durch die entsprechenden Vorgaben aus den USA diesen Break durchaus als realistisch erachten könnten. Getriggert werden, eine Möglichkeit, diesen getriggert zu sehen, diesen Bullrun, bekämen wir natürlich durch die Inflationszahlen. Hab die hier schon mal vorbereitet. Im letzten Monat ja schon einen leichten Downtick eben gesehen und das ist hier weiter, dass sich eine Konsolidierung auf hohem Niveau herauskristallisiert. Die Erwartungshaltung liegt bei 5,3%, also im Bereich des Vormonats entsprechend. Wir sehen, und das ist genau jetzt nämlich der Punkt an dieser Stelle, wir sehen eben eine zunehmende Diskussion rund um Energieengpässe, Lieferengpässe beispielsweise, entsprechende vielleicht dann auch sich wirtschaftlich herauskristallisierende Schwierigkeiten. Wir sehen im Hinblick eben beispielsweise, das habe ich gar nicht aufgemacht, aber ich will das mal ganz kurz hier öffnen, Jolts, dass ein paar Jobvakanzen abgebaut worden sind. Es ist grundsätzlich jetzt kein dramatisches Signal, aber nichtsdestotrotz müssen wir mal ganz kurz ein bisschen warten.
Ja, gar nicht auf. Okay, das ist überraschend. Ah, die haben das umgestrichen. Ah, ich sehe gerade. Overview und hier oben. Er erkennt, wir hatten eigentlich hier an der Seite, hatten wir immer entsprechend die Zahlen hier. Und jetzt haben die das scheinbar umstrukturiert. Sehr erstaunlich. Innerhalb von den letzten 5 Minuten. Also das habe ich in Vorbereitung aufs Morning Meeting gemacht. Okay. Einen Moment, jetzt muss ich mal selber ganz kurz gucken. Job Vacancies, Job Offers, da haben wir sie. Das waren die Zahlen von gestern. Die JOLTS, United States Job Openings. Und wie gesagt, da sehen wir den entsprechenden Drop. Der Vormonat ist tatsächlich, sind tatsächlich mehr Jobvakanzen gewesen, als, ihr erinnert euch dran, ich hatte gestern, wir sind darauf eingegangen, wir lagen gestern bei 10,934, bevor die gestrige Zahl veröffentlicht worden ist. Und die wurde nach oben revidiert. Also das heißt, es sind tatsächlich sogar mehr als 11 Millionen Jobvakanzen offen gewesen. Und genau, Inflationszahlen an Martin ganz kurz, der fragt. Inflationszahlen werden um 14:30 Uhr veröffentlicht, genau unserer Zeit, 14:30 Uhr. Aber bevor wir auf die schauen, nicht, dass es jetzt zur Verwechslung kommt. Also wir schauen uns erstmal die JOLTS noch von gestern an, allerdings schlagen die in die gleiche Kerbe. Also wir haben in dieser Konstellation, haben wir gestern eben Print gesehen bei 10,439. Also das heißt deutlich unterhalb der Erwartung. Wir haben es hier ja gehabt, der Konsens, der lag bei 10,9. Also das heißt mehr als eigentlich eine halbe Million weniger Jobvakanzen, die gegeben sind. Und ich gucke mal ganz kurz, ob das hier auch... Guck mal, ob das hier zum Thema gemacht worden ist. Nee, steht hier nicht dran. Okay, also da sind auf jeden Fall in diesem Zusammenhang sind hier auch zum Thema gemacht worden, soweit ich das in der Diskussion in sozialen Medien jedenfalls mitverfolgt hatte. Das hatte die Zero Hedge, glaube ich, sogar aufgegriffen gehabt. Ich bin jetzt nicht so detailliert eingestiegen, ehrlich gesprochen, weil vieles von dem auch im Morning Meeting schon gesagt war und so brisant ist es dann auch wiederum nicht. Wir sollten es jetzt nicht überbewerten, aber es ist dennoch interessant zu lesen gewesen, der Verweis darauf, dass man eben aktuell wirklich immer noch hier eine entsprechende Tendenz sieht, dass Menschen eben nicht in die Jobs gehen, die geschaffen werden, ausgehend vom Umstand, dass sie fürs Zuhausebleiben in Anführungsstrichen mehr Geld bekommen, ja, durch diese Stimulus-Checks und dergleichen. Und sobald diese Unterstützung seitens der US-Regierung ausläuft, ist auch davon auszugehen, dass diese Job-Openings dann hier an der Stelle, also diese JOLTS nochmals kontinuierlich nach unten kommen, tropfen werden. Das war der letzte Print meines Wissens nach, der letzte Print, der eben diese Stimulus-Checks noch in vollem Umfang beinhaltet hat. Und jetzt werden wir in den nächsten Monaten potenziell sehen, dass eben diese Zahlen kontinuierlich abnehmen, weil die Leute eben zurück in den Job gehen, weil sie eben nicht mehr auf der, in Anführungsstrichen, Payroll des Governments stehen. Also das heißt, nicht mehr vom Staat entsprechende Hilfestellungen, Hilfeleistungen, Stimulus-Checks und dergleichen eben tatsächlich erhalten. So, nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt dann abzuwarten, bleibt abzuwarten, mit welcher Dynamik dieser hier sehr starke, scharfe Anstieg entsprechend abgebaut wird, abgetragen wird. Denn das könnte nämlich auch ein Indiz dafür sein, dass die Leute eventuell so eine gewisse, über so eine gewisse Lethargie, also das ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich zum Beispiel für meine Verhältnisse stelle das fest und auch in Gesprächen mit anderen, mit denen man halt in Kontakt tritt, sei es Handwerker oder seien es eben auch andere Dienstleistungsbereiche, so wirklich einen Drive oder eine Motivation, irgendwie jetzt was schaffen zu wollen, der ist nicht wirklich vorhanden, in Anführungsstrichen. Also jetzt bezogen auf mich, also nicht, dass ich jetzt nicht Lust hätte, Märkte zu handeln oder auch Projekte irgendwie in irgendeiner Form mir Gedanken darüber zu machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss jetzt unbedingt sein. Also und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also diese Lustlosigkeit, die ist vor allem mental begünstigt. Also das bedeutet etwas anders formuliert, was man so nach dem Motto, so, pff, na und? Dann gehe ich halt nicht arbeiten. Oder na und? Dann ist eben jetzt mal ein bisschen weniger Umsatz. Ja, und? Pff, mir doch egal. Ja, hab sowieso irgendwie mein Schnitt vielleicht für dieses Jahr schon gemacht. So wirklich Lust, irgendwie jetzt noch was zu machen und jetzt hier irgendwie noch einen Umsatz nach oben zu treiben, nur um mehr Steuern zu zahlen oder mehr Sozialabgaben oder pff. Und das ist überraschend. Also das hört sich jetzt so flapsig an, aber das ist etwas, also ich für mich zum Beispiel kenne das gar nicht. Das ist für mich ist das eine komplette neue Erfahrung. Und man hat, glaube ich, auch im Laufe der letzten Monate, Stichwort Corona-Pandemie, auch der Art und Weise auch, wie dort seitens der Politik mit in Anführungsstrichen den Stützen der Gesellschaft umgegangen ist. Also das bezieht sich, glaube ich, auch gar nicht mal so nur so stark jetzt auf Deutschland allein, sondern das ist, glaube ich, global. Das ist dann eine Geringwertschätzung, die
da stattfindet, die das eben durchaus begünstigt. Und deswegen, also ich bin da halt ein bisschen sensibel, deswegen ist es eine subjektive Wahrnehmung, das ist vielleicht eine reine sogenannte Verfügbarkeitsheuristik an der Stelle meinerseits, das ist eine kognitive Verzerrung, ich nehme es für mich wahr und deswegen gehe ich davon aus, dass es auch andere so wahrnehmen, was allerdings nicht der Fall ist und dergleichen, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie sich das dann in dem Fall jetzt für die USA entwickelt. Also ich bin wirklich gespannt, ob diese Jobvakanzen relativ zügig entsprechend wieder abgebaut werden. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein durchaus erstes Indiz vielleicht, aber nichtsdestotrotz, die nächsten Monate sind hier durchaus von Interesse. Und sollten diese Prints, also beziehungsweise diese Zahlen, nicht zügig abgetragen werden, wäre das durchaus nochmal über Umwege sicherlich dann denkbar, argumentierbar, aber nichtsdestotrotz als vielleicht Indiz, dass sich eben das Wirtschaftswachstum deutlicher abschwächt. Ich hatte heute früh auch in der Konstellation zum Beispiel einen Tweet gesehen, beziehungsweise ich gehe mal ganz kurz hier auf die Hauptseite. Trading Economics, glaube ich, das ist noch drin. Und zwar Zahlen aus Großbritannien hier. Nicht dramatisch, wir sollten auch das nicht überbewerten, aber wir haben im Zeitfenster Juni bis August in Großbritannien zum Beispiel ein Wirtschaftswachstum gesehen von 2,9% innerhalb dieser 3 Monate und der Markt hat 3% erwartet, also leicht unter der Erwartung und genau diese tendenzielle, dieses weniger sich stark darstellende Rückkehr zum Normal, wirtschaftlich wieder Fuß fassend bzw. Momentum aufnimmt, welche ja seitens der Politik auch und auch der Notenbankpolitik und dergleichen auch seitens des IMF zum Beispiel, des Internationalen Währungsfonds an der Stelle kommuniziert wurde in Bezug auf die Rückkehr zum Normal und das Wirtschaftswachstum global. All das stellt sich eben nicht so dar, dass die Menschen eben nicht wieder im Grunde genommen jetzt so tun, als wenn Corona komplett vorbei wäre, wir zurück ins Normal gehen und es entsprechend hier zu einem Wirtschaftswachstum kommt, beziehungsweise zu einem entsprechenden wirtschaftlichen Momentum. Und genau das ist durchaus etwas, was natürlich an der Stelle dann genau diesen, in Anführungsstrichen, stagflationären Bias potenziell eben befeuert, gilt ganz besonders, wenn just dann in dem Moment eben die Inflationszahlen jetzt aus den USA kommt. Also wir springen jetzt ein bisschen zwischen den einzelnen Volkswirtschaften hin und her. Ich glaube, die Situation stellt sich global, unabhängig jetzt davon, welches Land wir betrachten, sei es die USA, sei es eben Europa, beziehungsweise die Eurozone, beziehungsweise Deutschland, sei es Großbritannien. Die Situation stellt sich post-Corona ähnlich dar, sehr ähnlich dar. Und also in diesem Zusammenhang, wie gesagt, haben wir dann eben entsprechend die Inflationszahlen, die heute veröffentlicht werden. Sehr gespannt sein dürfen wir sicherlich, ausgehend davon, ob der Print wirklich um 5,3% year on year an der Stelle veröffentlicht wird, sehen wir hier einen Uptick. Alles oberhalb von 5,5%, 5,7%, 5,8% wäre das durchaus in der Lage, wieder diesen Spike in Zinsen, diese Beschleunigung auf der Oberseite zu befeuern und in diesem Zusammenhang Inflationssorgen zu schüren, die zeitgleich eben mit anziehenden Zinsen sich negativ auf den Aktienmarkt auswirken. Auf der Kehrseite wäre es so, dass jeder Print unter der Erwartung reinkommt oder wie erwartet, weil es auch größtenteils schon eingepreist sein dürfte, eher für einen Überroll gegen die 1,6%-Mark in 10-jährigen Zinsen eben sorgt, was dann eher positiv für Aktien eben interpretiert werden sollte. Somit für den S&P und somit eben auch dieses bullische Breakout-Szenario im DAX über die 5.300er-Marke eben entsprechend begünstigt. So, da sehen wir jetzt übrigens hier, da kommt es zu diesem leichten Überrollen gegen diesen Bereich. Mal schauen. Eventuell, das wäre natürlich ziemlich interessant, weil das dann auch Chance-Risiko-Verhältnis interessant wäre, wenn wir jetzt nicht diese Konsolidierung, die ich hier eingezeichnet habe, zu sehen bekommen, sondern eher noch eine tiefere Korrekturbewegung. Ein Rücksetzer auf die 5200er-Region, auf den EMA an der Stelle, verläuft er ungefähr in diesem Bereich, aktuell um 1,92, 1,95, 200, also dieser runde Bereich. Und somit auch hier übrigens die Ausbruchregion. Das ist ein Stück weit tiefer, aber leicht oberhalb. Wir könnten auch diesen Bereich vielleicht hier ranziehen. Das sind die Hochs, die am heute ist Mittwoch, Montag ausgebildet worden sind. Es ist durchaus also ein Bereich, auch gegen den dieses Szenario dennoch valide bleibt, also dieses Bounce-Szenario. Und eventuell, wie gesagt, wenn wir uns gegen diese Region long positionieren, mit diesem zweifachen ATR-Stop hier entsprechend und dann diese Konsolidierung vom Niveau sehen, du tradest dann den Bounce gegen diese Region, eine erneute Attacke, vielleicht, ich sag mal, nehmen wir mal konkrete Zahlen. Wir arbeiten hier mit 4 Kontrakten gegen diesen Bereich. Wir sehen den Bounce gegen diese Region, nehmen dann 1/4 raus, also 25% an dieser Stelle, haben also schon Cashflow generiert. Den Rest der Position, je nachdem, ziehen wir auf Break-Even nach, sehr wahrscheinlich dann an der Stelle, sind aus dem Risiko raus. Und dann stehen wir natürlich hier und konsolidieren in diesem Bereich. Und dann könnten wir durchaus in Betracht ziehen, diesen ausgescalten Lot,
Der eine nimmt übrigens einen raus, also an der Stelle 25%, der andere vielleicht 50%, würden wir dann in solch einer Konsolidierung wieder hinzuaddieren und würden dann darauf spekulieren, dass wir eben entsprechend hier diesen Break höher zu sehen bekommen. Also traden, um diesen sogenannten Core, also diese Kernposition, die wir hier in diesem Bereich aufgebaut haben, eben tatsächlich herum. Ja, das nochmal ganz kurz an der Stelle. Also Stagflation, inflationär, Equities, genau. Werfen wir mal ganz kurz einen Blick jetzt auf den in Anführungsstrichen antizyklischen Bereich. Nicht Minenbetreiber, sondern an der Stelle Uran. Hier ist übrigens der Levi. Also das ist die Frage aus der Discord-Community gewesen. Stell mal ganz kurz da vielleicht den Link ein. Dann, so, da ist einmal der Tweet von mir. Der Post hier, da fragt der Zensur, fragt er an der Stelle eben, wie es mit Levi ausschaut. Verwies auch auf die 24. Also ich hatte nur Levi gelesen, hat er gar nicht das Level wirklich angeschaut, sondern unabhängig davon mir erstmal selber ein Bild gemacht. Und da stach die 24 eben hier tatsächlich auch heraus. Das kann man hier, glaube ich, relativ gut erkennen in diesem Zusammenhang. Earnings waren solide. Die sind letzte Woche Mittwoch veröffentlicht worden. Ja, wir haben in dem Zusammenhang hier die Abwärtsstruktur, die sich herauskristallisiert hat, zwar nicht brechen können, aber bis jetzt eben auch keinen Break unter die 24 nach sich ziehen können. Und solange wir die 24 halten, ist das durchaus ein Bereich, gegen den man erstmalig vielleicht kleine Positionen aufbauen kann. Und dann auf die volle Positionsgröße würde ich aufsatteln, wenn diese Abwärtsstruktur gebrochen wäre. Also sprich, wenn wir diese Abwärtstrendlinie brechen, oberhalb von 26 schließen. Das wäre dann durchaus ein interessanter Trade. Auch das ist jetzt kein High-Beta-Stock oder sonst dergleichen. Das ist einfach eine grundsolide Aktie an der Stelle, die da eben vielleicht über kurz oder lang vielleicht dann auch getriggert durch die entsprechenden Earnings, die dort am, das müsste ich mal kurz gucken, aber das dürfte wahrscheinlich 2, ja, 22, ja, stimmt tatsächlich, da wird erst der Earnings Release, der ist erst im Januar, da können wir es hier sehen. Februar tatsächlich sogar erst. Also haben wir noch ein bisschen Zeit an der Stelle, eben tatsächlich bis die nächsten Earnings kommen. Aber eventuell antizipieren wir hier einen positiven Print an der Stelle. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Discord-Community, ich stelle euch mal ganz kurz hier den Link ein für weitere Informationen. Einen Moment, Leute einladen und dann will ich hier nicht ablaufen. Also das heißt, wenn du dieses Recording jetzt auf YouTube hier anschaust, irgendwann 2 Jahre später ist der Link auf jeden Fall noch aktiv für die Discord-Community. So, stell das mal ganz kurz hier ein. Discord. So, wir schauen aber mal ganz kurz hier auf Cameco. Also, Cameco. CCJ. Und also dieser Chart, der zeigt es ja schon relativ deutlich. Ja, ich nehme den Adblocker raus. So, kurzen Augenblick. Also, wir sehen an der Stelle vielleicht auch mal Wochensicht. Moment, hier Weekly, das ist ein Daily Chart. Also wir sehen eine kontinuierliche Beschleunigung. Die Aktie wurde um rund $6 gehandelt. Corona-Crash und dergleichen. Und hat seitdem kontinuierlich Nachfrage gesehen. Sah hier einen Bruch über die 12. Das war dann in der zweiten Jahreshälfte 2020. Hat dieses Level halten können, hier im Februar. Und hat natürlich jetzt ganz besonders hier ab August, also in diese sehr scharfe Korrekturbewegung sind, also man sieht, das ist durchaus eine recht volatile Aktie. Ja, das ist also nichts irgendwie, was man als Outweight vielleicht im Portfolio hat oder dergleichen, sondern als Beimischung für ein antizyklisches Portfolio eben an der Stelle in Betracht zieht. Und also was wir in dieser Konstellation einfach jetzt haben, ist ein sehr, sehr scharfer Anstieg. Stichwort Energiekrise, so zeichnet sie sich ja ab. Ich weiß jetzt auch, warum ich übrigens hier den Adblocker an hatte, ehrlich gesagt, weil mir gehen diese Ads echt auf den Sack. So. Also, Energy Uran, kanadisches Unternehmen. Ich mache das vielleicht mal ganz kurz hier auf. Cameco, Wiki. Dann haben wir noch mal ein paar Informationen darüber hinausgehend. Also, es ist der weltweit größte. Es gibt also im Bereich Uran, gibt es natürlich durchaus 2, 3, 4, 5 Titel, die natürlich interessant sein könnten in dem Zusammenhang. Was immer lohnt, um dann eine Idee, einen Überblick zu bekommen, ist, dass man sich zum Beispiel von Van Eck gibt es einen ETF, einen Exchange Traded Fund.
und dann die Top 10 Holdings sich betrachtet, um eine Idee zu bekommen. Also das heißt, ich gucke mir den ETF an, Van Eck ETF, und dann in dem Zusammenhang, in welchen Bereichen hat dieser speziell auf den Energie-Uran-Bereich eben ausgelegte ETF entsprechend die Einzeltitel. Wo liegt da der Fokus? Und Cameco ist natürlich Teil dieses Portfolios an der Stelle und als der weltweit größte eben hier. Als der weltweit größte steht es da, größte Produzent von Uran. Und also, wir haben in dem Fall also ein kanadisches Unternehmen, ist eine Aktiengesellschaft und so weiter und so weiter. Also einfach nur Details darüber hinausgehend. Was ich eben jetzt gestern unglaublich interessant fand, ich gehe mal ganz kurz hier auf den Daily, was ich eben gestern unglaublich interessant fand, war zum einen dieser massive Anstieg im Volumen. Massiver Anstieg im Volumen wollen wir ganz kurz in Relation setzen. Also durchschnittlich werden da 6,6 Millionen, 6,67 Millionen Stücke gehandelt pro Tag. Gestern sind es über 15 Millionen Stücke gewesen. Und also da sehen wir erstmal den Volumenanstieg und vor allem natürlich die Größe der Kerze. Also das, was wir gestern hier hingelegt haben in der Spitze, das war eine Bewegung von rund 3 Dollar. Die ATR, also das ist mehr als ATR-Move, also Average Range durch eine Schwankungsbreite für die letzten 22 Handelstage an der Stelle. Beträgt 1,38 Dollar. Gestern also über 2 ATR hier gesehen. Hat im Bereich der Tagestiefs eröffnet, im Bereich der Tageshochs geschlossen. Also ist ein Paradebeispiel eigentlich auch für uns als Intraday-Trader. Jetzt mal neben der übergeordneten Überlegung jetzt im Hinblick natürlich Energieversorgung, vielleicht früher oder später. Wir haben auch in dem Zusammenhang gestern, glaube ich, von Emmanuel Macron einen Kommentar gesehen. Kurz gucken, Macron Energy FT. Ist das hier gewesen? Financial Times. Da bin ich gestern nämlich drüber gestolpert hier. France bets on more nuclear power in face of Europe's energy crisis. Also, da steht eine Wahl an. Und es ist jetzt immer so ein bisschen problematisch, nachvollziehbarerweise, in der Konstellation, wenn du anders als deine Konkurrenten keine Lösung für diese die breite Bevölkerung betreffende Problematik eben präsentieren kannst. Da kannst du noch so grün orientiert sein und noch so in Anführungsstrichen politisch korrekt, sofern man das halt als politisch korrekt bezeichnet, eben und auf regenerative Stoffe setzen. Wenn es den Leuten nicht nur an den Geldbeutel geht, Stichwort massiv anziehende Energiepreise, Querstrich Inflationsdruck, sondern ergänzt dazu auch noch die Lichter zu Hause ausgehen und du im Grunde genommen dort kein Problem siehst. Und da gibt es ja durchaus die ein oder anderen Politiker in Deutschland, wo Erstaunliches sich zutage fördert. Also die Arroganz unserer Politik, die ist ja wirklich enorm. Ja? Also nicht, dass es uns überraschen würde, wer sich ein bisschen mal an der einen oder anderen Stelle mit diversen Interviews, Formulierungen, Kommentaren auseinandersetzt, der ist da nicht wirklich erstaunt, dass da jetzt im Grunde genommen zwischen den Zeilen seitens eben dieser Politiker, deutschen Politiker, gesagt wird, naja, Leute, wenn es euch zu teuer wird, dann heizt doch einfach weniger. Also das ist sehr plump formuliert, aber nichtsdestotrotz. Kommen wir zurück zum Thema. Also wir haben also diese anstehende Wahl in Frankreich und jetzt stellt man plötzlich fest, dass man eben hier eventuell sich ein bisschen verkalkuliert hat. Also im Hinblick auf die Energieversorgung in Anführungsstrichen, diese Energiekrise sich eben zeigt auf breiter Front, über den gesamten Globus erstreckend, schon bereits zu diversen Outages auch in China geführt hat, beziehungsweise einem Runterfahren entsprechend eben dann hier der jeweiligen Energieversorgung. Und jetzt ist es eben so, dass man früher oder später durchaus realistisch davon ausgehen darf, das sehr grob gesprochen, dass es eben wieder eine massive Nachfrage eben nach dann an der Stelle Atomenergie geben wird, dass das unausweichlich sein wird, dass dafür erstmal für einen solchen regenerativen Schritt entsprechend eine Infrastruktur geschaffen werden muss. Und genau diese Energiekrise, die sich jetzt in Europa abzeichnet, die führt dann eben jetzt zum Beispiel in Frankreich schon dazu, dass eben Herr Macron ein 1 Milliarden Investment umfassendes ein Programm hier verkündet bis zum Jahr 2030, um in dem Zusammenhang eben die politische bzw. besonders die Public Opinion, also die öffentliche Meinung und das Aufbegehren des Volkes, welches sagt, das kostet nicht nur mehr Geld, sondern obendrein steht der Winter vor der Tür und uns ist potenziell auch kalt, wenn wir nicht genug heizen können, das eben um diese Nachfrage zu bedienen. Und genau da kommt nämlich jetzt dann eben die Frage ins Spiel, welche Aktien sich in dem Bereich vielleicht hier als Einzeltitel anbieten könnten. Und Cameco ist dann durchaus interessanter Kandidat. Das hatte ja schon durchaus auch in den letzten Monaten ist das ein Thema geworden. Aber eventuell war besonders hier so im Bereich, ich sag mal, ja, April, Mai, Juni, so in dem, war das eventuell ein bisschen früh, diese Entwicklung.
Jetzt natürlich an der Stelle den Mutigen sagt man sich umsonst gehört die Welt an der Stelle, aber nichtsdestotrotz ist es eben so gewesen, das musste sich erst klarer darstellen, die Entwicklung hier. Und die haben wir jetzt meiner Einschätzung nach gegeben. Wir haben jetzt einen schon relativ scharfen Anstieg hier seit Mitte August ungefähr zu sehen bekommen, der uns, das sind keine Allzeithochs übrigens, also es sieht zwar massiv aus, aber die Allzeithochs, die liegen sehr, sehr weit höher hier oben, um diese Gefilde, beziehungsweise sogar über 50 Dollar, wenn ich das richtig im historischen Chart gesehen habe. Wir laufen in einen charttechnisch unglaublich relevanten Bereich, die 25er-Region hier. Also ein harter Widerstand mit Überwinden ist da, sind wir durchaus realistisch off the races, auch aus technischer Perspektive, neben den global fundamentalen Aspekten, die jetzt hier natürlich dann zum Tragen kommen. Und wie gesagt, das, was mich jetzt hier in dem Zusammenhang eben beginnt zu interessieren, ist, wie könnte man in solch einen Trade reinkommen? Also, welche Möglichkeiten gibt es hier? Meine erste Überlegung ist jetzt erstmal jene, dass ich sage, ich würde die Breakout-Region hier in Betracht ziehen. Das ist ungefähr so der Bereich um 23. Habe ich jetzt ein Limit reingelegt gegen diese Region? Könnte mir einfach vorstellen, dass wenn wir diesen Bereich nochmal anlaufen, aber dann verteidigen können, dass das ein interessanter längerfristiger Einstieg ist. Eine deutliche Eintrübung hast du eigentlich erst hier in diesem Bild, wenn wir unter die 20 rutschen würden. Also hier wäre dann entsprechend bei auch einem längerfristigen Investment erst einmal entsprechend Cut zu machen und entsprechend die Position wieder rauszunehmen. Dann wäre das kein attraktives Umfeld mehr an dieser Stelle sicherlich. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Cameco, wie gesagt, CCJ an dieser Stelle scheint hier aus der Perspektive durchaus ein attraktiver, interessanter Kandidat zu sein, der dann auch länger längerfristig durchaus hier dieses Breakout-Potenzial und diesen Bruch über die 25 eben auf den Weg bringen könnte. In dieser Konstellation eben dann auch längerfristig durchaus noch starke Nachfrage sieht durch die sich aktuell jetzt entsprechend entwickelnden Gegebenheiten im Energiesektor insgesamt. Die verstärkte Nachfrage hier in diesem Zusammenhang und dergleichen ist durchaus etwas, was nicht zu unterschätzen ist an dieser Stelle. Mal schauen. Ehrlich gesagt, das, was jetzt natürlich sich dann an der Stelle als Frage aufdrängt, ist, in Frankreich steht die Wahl noch an. Und das sorgt dann entsprechend eben für solche kurzfristigen Entscheidungen hier oder beziehungsweise einen entsprechend sich dem Willen des Volkes beugend. In Deutschland eventuell gucken wir in die Röhre, beziehungsweise gucken wir eventuell, feiern wir Weihnachten mit Kerzen, sollte sich die Situation dramatisch verschlechtern, weil wir haben ja gerade Wahl gehabt. Und wenn sich dann eben entsprechend besonders die Grünen an der Stelle eben durchsetzen, ja, dann zahlt das eventuell das breite Volk. Also wirklich sozialverträglich ist das nicht, aber davon war auch ehrlich gesprochen nicht auszugehen, wenn man da vorher drüber nachgedacht hat, was die da für interessante Visionen für Deutschland, das Deutschland der Zukunft eben skizziert haben. Gut, aber unabhängig jetzt von diesen Entwicklungen und ohne das jetzt irgendwie in die politische Richtung irgendwie abdriften zu lassen, wie gesagt, ist durchaus ein interessanter Kandidat, nicht nur jetzt für die kommenden Monate, sondern durchaus auch ein interessanter Kandidat jetzt für den heutigen Handelstag. Denn wie gesagt, wir haben einen unglaublich starken Tagesschluss gestern gesehen, Schluss im Bereich der oberen 25%, habe die Aktie hier auch offen. Wir sehen auch in der Vorbörse bereits die Attacke auf die 25, also Follow-through an dieser Stelle. Ist natürlich alles andere als optimal, möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Dahingehend nämlich natürlich, dass ich gerne einen Retest hier der 23er-Region sehen wollen würde. Mach mal hier 5-Minuten-Chart vielleicht auf. So. Also Key-Level für den heutigen Tag an der Stelle. Hier 23,50, sofern es solch einen Flush überhaupt gibt. Also wir gappen aufwärts, wir halten jetzt, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, gelingt es dann oberhalb von 25 zu öffnen? Das dürfte die Inflection für den heutigen Tag sein. Durchaus denken, also wir haben gestern auch kontinuierlich starke Nachfrage gesehen. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage sagen, ja, warum hast du nicht gestern schon gekauft, in Anführungsstrichen? Zu diesem Zeitpunkt war mir die Aktie noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Also das heißt, das musste sich erst entwickeln, diese Hotness in Anführungsstrichen. Und in der Nachbetrachtung kannst du dann aber relativ klar sehen, nicht nur, dass wir einen sehr, sehr starken Opening Drive gesehen haben, sondern im Ergänzen dazu eben auch sehr, sehr deutlich Rebob halten können. Sind in den Abend kontinuierlich aufwärts gedriftet und haben demnach dann auch für den heutigen Tag wahrscheinlich die entsprechenden Vorgaben gegeben. Denn 25 ist die Inflection. Kommt es zu einem kurzen Flush, sofern es überhaupt zu solch einem kommt, hier in den zur Eröffnung 24,50, vielleicht ein Stück weit tiefer, 24,30 ist ein möglicher dann auszumachender Support, gegen den man sich long positionieren kann. Käme in einem Gap Close gleich. Ausgehend davon, wie gesagt, Bruch der 25 auf der Oberseite, nachhaltiger Bruch und dann eben 26, 27 eventuell an der Stelle als potenzielle Kursziele.
sollten wir dieses Gap gar nicht erst schließen, was nochmal ein deutliches Signal der Nachfrage wäre und dann auch an der Stelle ganz klar signalisieren würde, dass wir hier wirklich es mit einem starken Move zu tun haben, der nicht einfach nur mal aus dem Nichts gekommen ist, sondern der wirklich dann auch gekommen ist, um zu bleiben. Wird dieses Gap gehalten, haben wir die klassische Herangehensweise, dass wir sagen, alles oberhalb von VWAP, kurzer Rücksetzer gegen VWAP, halten von VWAP wäre long, beziehungsweise Konsolidierung oberhalb von VWAP und entsprechend eben ein Ausbilden einer engen Konsolidierung. Nach der gleichen Herangehensweise wie in dem Fall hier für den DAX zum Beispiel. Du wartest einfach auf einen sich ausbildenden Korridor, hast ein Level, gegen das du riskierst, untere Ende der Range und spekulierst auf einen Break auf der Oberseite einfach und ein Fortsetzen dieser Trendstruktur. Also das ist auf jeden Fall ein Play, welches man hier durchaus für den heutigen Tag auf dem Schirm haben sollte. Wie gesagt, nicht Earnings-Kalender technisch sind wir recht dünn, aber aus rein technischen Gegebenheiten bietet sich eben hier solch ein Play durch die gestrigen Vorgaben eben durchaus an. So, ja, das also zu CCJ an der Stelle, also Cameco. Wir wollen noch mal ganz kurz hier final einen Blick werfen auf Gold, beziehungsweise Gold ist nicht so spektakulär, wie wir uns hier erkennen können. Vielleicht skippen wir Gold an der Stelle und blicken tatsächlich einmal hier auf Silber und auf mein gestriges Flash-Szenario. Weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das war. Ne? Das ist also wirklich, ich habe dann irgendwann auf den Chart geguckt. Das war ja nichts irgendwie Spektakuläres. Wir konsolidierten um 22:60, relativ unspektakulärer Tag. Und auf einmal einfach ein Flash, 14:15 Uhr, 14:20 Uhr, kommt auf einmal einfach ein kurzer Stint auf der Unterseite, holt mich fast punktgenau raus. Also ich habe den Stop auf 22:35 Uhr gehabt. Das ist ein klassisches Phishing an der Stelle eben, nur um dann wenige Minuten später entsprechend hier eine scharfe Gegenbewegung zu sehen. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, ja, warum habe ich denn jetzt nicht die Position wieder aufgebaut? Das hat damit zu tun, weil ich hier an der Stelle mir natürlich die Frage schon stelle, ob da nicht mehr kommt, also besonders vor dem Hintergrund dessen, was wir in der letzten Zeit gesehen haben. Also solch eine Bewegung, die kommt meistens nicht aus dem Nichts. Auch vor dem Hintergrund der jüngsten fundamentalen Entwicklungen, beziehungsweise auch den Entwicklungen am Zinsmarkt. Da bin ich relativ vorsichtig mittlerweile. Und wir haben eben auch keine technisch so sauberen Gegebenheiten mehr. Also der in Anführungsstrichen, sofern man das sagen kann, einfache Trade ist an der Stelle, wenn du dich hier wie letzte Woche eben Mittwoch positionierst, dann kommt am Freitag durch die fundamentalen News in Non-Farm-Payrolls der Bruch über die 23 und dann will ich eigentlich auch sehen, dass wir oberhalb dieses Niveaus schließen. Und wenn das wirklich eine reale Bewegung ist, wenn das ein realer Move ist, dann fällt es an der Stelle den Bullen auch nicht schwer, den Markt oberhalb dieses technisch signifikanten Levels von 22,80 bzw. 23 zu halten. Und dann früher oder später den Break auch über die NFP-Hochs nach auf den Weg zu bringen. Und was wir eben jetzt hier zu sehen bekommen, ist eben, dass wir eher seitwärts weiter konsolidieren. Und dann sage ich mir, okay, dann bin ich erst willens wieder, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass wir hier weiter an einem Boden eben bilden, arbeiten, aber dann eventuell auf höherem Niveau nochmal einzusteigen, dann aber mit einer klaren Message des Marktes, also wo der Markt mir ganz konkret sagt, wir sind fertig auf der Unterseite und jetzt off the races für die entsprechende Gegenbewegung. Zunächst in Richtung dann der 25er, 24er Region wahrscheinlich und dann darüber eben 25 und so weiter und so weiter. Und genau da muss ich halt ehrlich gestehen, da bin ich mir auch dann nach Jahren des Tradings einfach bewusst, dass das auch mentales Kapital einfach bindet, welches ich an der Stelle nicht bereit bin, binden zu lassen. Und deswegen dann einfach auf ein klares Signal seitens des Marktes warten möchte, muss an der Stelle einfach, um dort weiter auch mental frisch zu bleiben, einfach. Und deswegen ist hier ein Re-Entry bis dato noch keine Option gewesen. Mal schauen, wie sich das jetzt in den kommenden Tagen dann darstellt. Wie gesagt, ein Schluss oberhalb von 23, besonders ein Bruch über die NFP-Hochs hier so um 23:15, 23:20, das wäre schon mal ein erstes Signal, da könnte man dann drüber nachdenken, sich long zu positionieren. Brauche ich aber auch wieder ein Level, gegen das ich riskiere. Wie gesagt, dann schauen wir einfach mal, wie sich das herauskristallisiert. Aktuell scheint einfach mal hier so ein bisschen erstmal die Luft raus zu sein. Es gibt andere Märkte, die sich einfach bewegen, die bessere Volatilität, schönere Marktbedingungen einfach auch mit Ausblick jetzt auf die Earnings Season eben versprechen, als das, was uns eben gerade Silber hier an der Stelle präsentiert. Ja, so und das wäre es tatsächlich größtenteils gewesen. Wir können noch mal kurz einen Blick werfen auf Bitcoin. Bitcoin hat hier diese Aufwärtssequenz erstmal gebrochen. Schaut an, ich hatte gestern hier in dem Zusammenhang diese Trendlinie hier zum Thema gemacht und die hat nicht gehalten werden können. Was aber gehalten hat werden können, trotz dieses kleinen, ich nenne es mal hier Flashouts, den wir gesehen haben, das war gestern in den Abend hinein. Ein kurzer, ja, Puke.
ein kurzes Aufstoßen vielleicht. Also das sieht ein bisschen dramatisch aus. Also es war 55.000 im Tief gehandelt worden, dann bei rund 53,8. Das war einfach ein dünnes Marktumfeld und entsprechend ein Überrollen mit einer Beschleunigung in den Abend hinein. Was aber sicherlich erwähnenswert ist, ist, dass diese Region hat zunächst gehalten hat werden können. Sprich, etwas anders. Wenn ich mich jetzt wieder positionieren wollte, und man sieht auch, da bieten sich ja auch entsprechend aktive Handelsgelegenheiten dazu, man möchte fast schon sagen, minütlich, ja. Wir haben ein Level, gegen das wir riskieren können. Das sind die Tiefs gestern hier. Gegen die 53,8 ist es so ungefähr. Wenn wir uns jetzt hier long positionieren, gegen diesen Bereich, gegen diese untere, vielleicht auch noch Range-Begrenzung, dann ist das Ziel der ganzen Angelegenheit, dass es zu einer Rückeroberung der 56,4, 26,5 kommt, ein Bruch darüber, welches dann den Weg Richtung 58 und höher ebnen würde. Und wir riskieren einfach hier gegen die gestrigen, in Anführungsstrichen, Übertreibungstiefs, wo wir auch wüssten, wenn wir diesen Bereich brechen, dann ist auch mit einer tieferen Korrektur zu rechnen, denn dann würden wir hier just jenen Bereich unterschreiten, der auch das letzte relative Tief hier an der Stelle dieser Aufwärtssequenz eben beinhaltet. Und dann wäre denkbar, dass wir eben hier nochmal die Ausbruchregion bzw. konservative oder beziehungsweise ein bisschen günstiger für die Bullen oder ein bisschen weniger tief korrigierend eben die 53er, 52,8er Region eben hier tatsächlich anlaufen. Ja, so, das wär's soweit meinerseits gewesen. Ich guck mal ganz kurz hier in die Chatbox. Das ist einen Augenblick. Zu den Einzeltiteln, also Rocktick Lithium ist an der Stelle oder Orocobre, da bin ich raus. Also ich habe jetzt Cameco deswegen halt auf dem Schirm. Das ist mir halt auch wichtig. Also du findest zum Beispiel, ich müsste das ganz kurz gucken. Ich hatte gestern hier noch einen anderen Titel. Oh Mann. Einen Moment, muss man ganz kurz gucken. Uran Energy Corporation. UEC. Wir haben gestern einen ähnlich starken Lauf gesehen. An der Stelle. Die hatte ich auch als möglichen Kandidaten auf dem Schirm. Auch hier, weil die technischen Gegebenheiten vielleicht sogar nochmal, obwohl relativ ähnlich eigentlich sind. Die sind relativ ähnlich zu dem, was eben CCJ hat. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Titel, der eben um 3 Dollar notiert oder einem Titel, der bei etwas über 20 Dollar notiert, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann tendiere ich zu dem Titel, der bei über 20 Dollar notiert. Ist einfach schwerer, wird mehr Volumen gehandelt. CCJ haben wir hier 6,67 Millionen, 9 Milliarden, 10 Milliarden gestern durch den Anstieg, über 10 Milliarden Marktkapitalisierung jetzt. Wenn ich mir dagegen diese United sage ich schon, Uranium Energy Corporation anschaue, dann hast du eben eine Marktkapitalisierung von nur 800 Millionen. Aber es gehen eben dann an der Stelle, trotz des Umstands, dass es eine relativ leichte Aktie ist, eben ebenfalls nur 6,3 Millionen Aktien um. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich eben fokussiere mich dann wirklich auf die eher großen Spieler in diesem Markt. Und vor dem Hintergrund, dass Cameco einfach schlichtweg der größte weltweite Produzent von Uran ist, an der Stelle würde mein Fokus oder ist mein Fokus da eher auf diesem Titel eben tatsächlich gegeben. Gut, das wäre es meinerseits gewesen. Ja, das wäre es meinerseits soweit gewesen. Dann schauen wir mal, was heute Nachmittag uns die Zahlen eben aus den USA liefern, Inflationszahlen. Wir werfen morgen einen Blick drauf, 10:30 Uhr im Morning Meeting. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, lasst gerne einen Kommentar unterhalb des Videos, irgendwelche Märkte, die ihr gerne mal betrachtet wollt, auch vielleicht irgendwelche Wachstumssegmente oder dergleichen, wo man einfach mal einen Blick drauf werfen kann. Also ich freue mich da immer, entsprechend Input zu bekommen und den dann auch für mich dann zu nutzen und euch hier entsprechend eben was vorzubereiten bzw. aufzubereiten und entsprechend zu präsentieren und auch eine entsprechende Diskussionsgrundlage vielleicht dann zu schaffen, ausgehend von welcher man dann seinen Horizont entsprechend erweitern kann. Also nutzt gerne die Möglichkeit dazu. Morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting, wie gesagt, hören wir uns wieder. Heute 14:30 Uhr Inflationszahlen aus den USA. Habt die auf jeden Fall im Hinterkopf und soweit meinerseits. Also, Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.